Dinosauriern fasziniert mich jedes Mal die dynamische Bandbreite, also der Unterschied zwischen ganz, ganz leise und super laut. Richtig, richtig gut kann mein Instrument natürlich dieses und alle wollen wissen, wie das geht. Und es wollen vor allen Dingen die Frauen wissen, wie das geht. Mein Instrument kann am besten Pferde nachmachen. Ganz toll. Mein Instrument kann besonders gut tiefe Töne. Und mein Instrument funktioniert ja bekanntlich so. Die Luft geht oben rein, unten einmal um die Kurve und kommt auch oben wieder raus. Und diese geht oben rein, macht unten eine Kurve und kommt auch oben wieder raus. Den Altpommer mag ich ganz besonders gerne, weil er so einen weichen, warmen Sound hat. Mit dem Zink kann man hervorragend die menschliche Stimme imitieren und virtuos spielen. Meine Schalmei kann besonders gut Glissando. Und das Wunderbare an diesem Instrument ist, dass es klingt wie goldbraune Waldhonig. Was die Laute besonders gut kann, da fällt mir leider nicht viel ein. Mir fällt nur ein, was sie nicht kann. Sie kann nicht einen Ton aushalten und auf diesem Ton auch noch ein Crescendo machen. Leider. In einer Sache ist auf meine Kollegen immer Verlass. Nach Konzerten unterstützen sie nach Kräften die Brauer und Winzer dieser Welt. Ich unterstütze die Brauseindustrie. Genau, nach dem Konzert. Bier oder Wein? Bier oder Wein. Nach dem Konzert trinke ich sehr gern ein großes Bier. Beer before wine, that's fine. Wine before beer, that's fine too. Nach dem Konzert dann gerne Wein. Aus Flüssigkeitsausgleichsgründen ist es Bier und ein Sturzbier. Und dann im direkten Anschluss einen guten Rotwein. Wein! Unbedingt Bier. Nach dem Konzert? Wein. Na, das ist ganz klar Wein. Beides. Nicht gleichzeitig, aber beides.